Ein Bruder fragt, kann jemand, der Allah beleidigt, durch Unwissenheit entschuldigt sein oder wird er sofort Kafir? So. Wir müssen erstmal verstehen, im Islam gibt es bestimmte Nawaqid. Nawaqid heißt, dass die Mehrzahl von Naqid, das sind Dinge, die den Islam einer Person zunichte machen. Wie zum Beispiel Allah zu beschimpfen, sich über die Religion lustig zu machen, sich über Allah lustig zu machen. Götzen anzubeten, beispielsweise jemand anderen außer Allah anzubeten, beispielsweise Zauberei machen oder jemanden von einer anderen Religion, der einer anderen Religion folgt, nicht als jemanden anzusehen, der einer falschen Religion folgt. Das sind alles Dinge, die den Islam einer bestimmten Person zunichte machen. Ist ein langes Thema. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. So. Hier erwähnt der Bruder, kann diese Person, die Allah beschimpft, durch Unwissenheit entschuldigt sein? Das heißt, kann die Unwissenheit ein Entschuldigungsgrund sein? Weil es gibt bestimmte, weil er erwähnt hier nur Unwissenheit. Es gibt aber bestimmte Mawani'a. Mawani'a ist Hinderungsgründe, dass jemand Kafir wird. Das heißt, er hat eventuell eine Sache gemacht, die ein Naqid ist, etwas, was normalerweise den Islam zunichte macht. Man sagt, du musst auch Nawaqid al-Wudu, Dinge, die das Wudu zunichte machen. Zum Beispiel urinieren macht das Wudu zunichte. Zum Beispiel Luft lassen, auf gut Deutsch pupsen, macht Wudu zunichte. So. Ja, genauso Dinge, die den Islam zunichte machen. Es gibt aber nicht nur Unwissenheit als Entschuldigungsgrund. Zum Beispiel könnte jemand entschuldigt sein, weil er gezwungen wurde. Jemand hält ihm die Pistole an den Kopf. Er sagt eine Aussage des Kuffers und wird kein Käfer dadurch. Warum? Weil er es unter Zwang gemacht hat. Nur als banales Beispiel. Deswegen ist es falsch zu sagen, ist er nur durch Unwissenheit entschuldigt. Durch Unwissenheit kann keiner entschuldigt sein, der Allah beleidigt. Das heißt, er kann nicht entschuldigt sein, ja, ich wusste nicht, dass man Allah nicht beleidigen darf. Das ist etwas, was notwendigerweise von der Religion zu wissen ist und was schon der Schahada widerspricht, der Grundlage der Religion. Du sagst in der Schahada, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Jemanden zu beleidigen, zu beschimpfen, ist das Gegenteil von ihm anzubeten. Das heißt, hier ist niemand entschuldigt. Wo man eventuell entschuldigt sein könnte, wenn jemand Details von der Religion beschimpft oder sich darüber lustig macht, die unbekannt sind, wo er nicht wirklich weiß, dass etwas von der Religion ist. Ja, hat er noch nie von gehört. Er macht sich über irgendetwas lustig, das ist von der Religion, aber er denkt, hat mit der Religion gar nichts zu tun. Das erzählen die nur da in dem und dem Land. Da kann jemand entschuldigt sein. Warum? Weil er nicht wusste, dass es von der Religion ist. Nicht, weil er nicht wusste, dass man die Religion nicht beleidigen darf. Sondern er wusste nicht, diese Sache ist von der Religion. So. Aber das ist auch nur erlaubt bei Dingen, die nicht notwendigerweise von der Religion zu wissen sind. Ja, wie zum Beispiel Dinge, die notwendigerweise von der Religion zu wissen sind, ist zum Beispiel, dass man kein Schweinefleisch essen darf, dass man keinen Zina machen darf, dass man keinen Alkohol trinken darf, etc. etc. Okay, das dazu. Es gibt aber bei dem Beschimpfen von Allah andere Hinderungsgründe, die daran hindern, dass jemand, der Allah beschimpft, Kafir macht. Was zum Beispiel? Khata, unbeabsichtigter Fehler. Wie kann der zum Beispiel passieren? Indem jemand, man sagt ihm etwas auf einer Sprache, die er nicht kann. Ja? Ey, sag mal das und das. Und am Ende Allah. Und er sagt irgendetwas in dieser Sprache, die er gar nicht versteht. Und am Ende Allah und die lachen sich um ihn herum tot. Tot, weil die es verstanden haben. Die da rumherum sind, sind Kuffar geworden. Er wusste aber nicht, was er sagt. Rein technisch hat er eine Aussage des Kuffers getätigt. Aber es bringt ihn nicht aus der Religion raus. Er ist entschuldigt dadurch. Oder zum Beispiel Zwang, wie ich das eben schon sagte. Manche sagen auch, wie ist es, wenn man wütend ist und Allah beleidigt? Bei der Wut ist es folgendermaßen, dass es bestimmte Stufen von Wut gibt,
die einen zu einem Majnun machen, zu einem Verrückten machen, der nicht mehr weiß, was er sagt oder tut. Ja? Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Ja? Für uns ist wichtig zu wissen, wer Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt, fliegt aus der Religion raus. Klar und deutlich. Das sind übrigens auch Fatawa, die gibt Sheikh Fawzan, gibt Sheikh Uthaymin, rahimahullah, als Beispiel. Deswegen, wie gesagt, wie ist es jetzt, braucht man dafür einen Gelehrten, der den Takfir macht? Nein. Allerdings, also man würde niemals sagen, dass jemand, der zum Beispiel jemand sagt, dein, auzubillah, ich will es gar nicht ausprobieren, dein Punkt, 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 Allah, auzubillah. Und dann sage ich, du bist Käfer geworden, dann bin ich kein Takfiri. Wegen. Da muss ich nicht erstmal einen Gelehrten fragen, ob er Käfer geworden ist. Was es gibt, aber ist ein Gelehrter oder ein Scheich, der sagt, man soll erstmal einen Gelehrten fragen, deswegen ein Murji? Nein, weil er das eventuell macht aus seiner Erfahrung heraus, weil er weiß, dass es bestimmte Leute gibt, die gar nicht verstehen, was damit gemeint ist, die zum Beispiel andere Regeln nicht verstehen. Ist jemand ein Käfer, der diese Person nicht zum Käfer erklärt, obwohl er Allah beschimpft hat? Nein, nicht wenn er glaubt, dass diese Person, ja, dass diese Aussage großer Kuffer ist, die aus der Religion rauskommt, aber er sagt, ich habe keine Ahnung davon, von dieser Regelung, wann wird jemand Käfer und ich glaube, das ist, vielleicht ist er entschuldigt durch irgendeinen Hinderungsgrund, den ich nicht kenne. Ja? In diesem Moment wird diese Person nicht Käfer. Und das kann man zum Beispiel finden bei Nawaqidul Islam von Sheikh Tarifi, Hafizahullah, ja, wo er darüber spricht, über diese Regelung. Man lem yukaffir mushrikina ushakka fi kufrihim. Wer die Mushriku nicht zu Kuffar erklärt oder ihren Madhab als richtig erklärt oder Zweifel an ihrem Kuffar hat. Wie gesagt, und dann erklärt er am Ende dieser Regel, dass damit nicht derjenige gemeint ist, der weiß, dass eine bestimmte Tat großer Kuffar ist, aber sich vom Kuffar fernhält, weil er Angst hat, dass zum Beispiel es einen bestimmten Hinderungsgrund gibt, der ihm entfallen ist und deswegen das lieber großen Gelehrten überlässt. Aber, um das nochmal zusammenzufassen, Unwissenheit ist keine Entschuldigung, um Allah zu beleidigen. Ich hoffe, dass das plausibel und ausführlich rübergekommen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle festigen und recht leiten. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.